Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Life is Strange Before the Storm. Ja, die emotionale Achterbahn geht weiter. Ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel und ich denke, viele von euch auch. Und deshalb möchte ich gar nicht lange drumherum quatschen. Ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Solltet ihr Life is Strange tatsächlich nicht kennen, dann spielt das Spiel auf jeden Fall selbst oder schaut euch ein Let's Play dazu an. Es ist wirklich sehr empfehlenswert und ich werde jetzt irgendeine Taste drücken, das steht nämlich da unten, und dann geht's los und ich wünsche euch viel Spaß. Episodeneinstellung, das müsste alles in Ordnung sein, von daher starten wir einfach. Episode 1, erwacht. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Oh Leute, es ist jetzt schon so schön. So schön, Chloe wiederzusehen. Und am allermeisten freue ich mich eigentlich darauf, ein bisschen mehr über Rachel zu erfahren und sie jetzt auch in Aktion zu sehen. No trespassing? No way. Immer noch die alte, beziehungsweise die neue, wie auch immer man es sagen soll. Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Okay, erstmal möchte ich mich natürlich umschauen. Bonnie und Clyde, oh, ich liebe diese Kennzeichen, diese Nummernschilder. Also das ist definitiv Bonnie und Clyde. Was haben wir da? Ah, kann man das erkennen? Das ist relativ dunkel, leider nicht. Was haben wir hier? Das Wichtigste im Spiel sind die Autokennzeichen. Natürlich. Kann man das lesen? Auch nicht so wirklich, ne? Ist ein bisschen dunkel. Moment, Moment. Ich möchte natürlich so viel wie möglich erkunden. Wow, das sieht so abgefuckt aus, ne? Irgend so ein Biker-Schuppen oder so, keine Ahnung. Oh, was ist mit euch los? Those guys need to get a room. Ist das der Wohnwagen von Frank? Ist einer von den Frank in jungen Jahren? Mind your own business. Nee, also ich glaube, also das ist definitiv nicht Frank. Und der eigentlich auch nicht. Ich glaube, der hat auch ein bisschen andere Tattoos, oder? This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Na gut, dann lassen wir es lieber. Platte. Oh, da kann sie was hinsprayen. Ah, perfect place for me to work. Ja, natürlich, das machen wir. Now what to draw? Ach so, sie will was zeichnen. Kein Meth-Labor, gratis Süßigkeiten. Oh, wie cool ist das bitte? Definitely, absolutely not a Meth-Lab. Ja, sehr schön. So, Tagebuch, da schaue ich natürlich nochmal rein. Also, oh. Oho, lasst uns mal eben schauen. Oh. Wie viele Seiten sind das? Kann man das irgendwie... Kann man das sehen? Ich glaube, das sind nicht so viele, oder? Wo fängt es denn überhaupt an? Ich habe keinen Durchblick. 4.4.2010.
Dann war das hier früher, ne? Oh Leute, das müssen wir lesen, ganz ehrlich. Ausnahmsweise mal. Sonst habe ich das ja nie gelesen, aber das machen wir. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Oh, okay. Schreib deine Gedanken nieder. Das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben. Und wenn wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Leute, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Oder vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist. Und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. 20.03.2010, mein Geburtstag. Bist du bereit? Mama hat einen Trip für nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Sergeant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheißer. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Mal im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echt Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag's nach, Nerd. Sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Aber sie wollte es nicht hören, als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. 4.04.2010. Du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe, so wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte, mir fiel keine gute Ausrede ein, also habe ich es gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay, niemand hat irgendetwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist, also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher rausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS, ich habe an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Was zur Hölle. Anfangs dachte ich an Deckard und wie er heißt, aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Chloe, das Elektroschaf. Wie gut ist das bitte? Oh Leute, super. Was steht dazu? Oh, wie geil, Leute, am liebsten möchte ich das alles lesen. Oh, das sind viele Seiten. Ich lese das alles, Leute. Dann machen wir eine super lange Folge oder so. Ich weiß nicht, wie viele sind das denn? Ja, es geht, ne? Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich Mittelfinger. Ich bin eine Insassin der Blackwell Academy, die derzeit eine 4-jährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich sogar. Ich bin niemandes Vorstellung der perfekten Tochter oder Schülerin oder irgendetwas anderem. Aber wer will schon perfekt sein? Ich bin den ganzen Tag von sogenannter Perfektion umgeben und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind, Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David. Wie schwer es ist, hier Hasch zu kaufen, keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen, sagen, dass Papa tot ist. Es ist 2 Jahre her, dass er beim Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar diese seltsamen, lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich daran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp. Ihr Job als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so schwer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze.
Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst die Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen, ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch. Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen. Doch mit jeder Woche scheint der Virus in einem weiteren Winkel ihres Lebens auszuarbeiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. Ist das jetzt hier schon Max? Ah, das ist schon Max, okay. Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses künstlerische Miststück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt, aber wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten und so. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat, vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Sofort. Oh Gott, Leute, Gänsehaut. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würden, zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig war und nie wütend war? Dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte? Dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern? Dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Miststück war? Dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchlerei hasste? Und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals wieder zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfacher ist, so zu tun, als merken wir es nicht? Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal... Oh Mann. Elliot, wer ist Elliot? Isst du mit uns zu Abend? Nein, danke. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Was machst du? Nicht viel, hab nachher was vor. Okay. Gut, was sagt Frank? Ach, so sieht er aus. Okay. Egal, komm schon. Es ist 400... Oh. Oho, oh wow, das geht ja noch, wow, das geht ja voll weit nach oben. Dein Mist ist hier, yeah, bin pleite, sorry, dein Verlust. Du kannst es einen Tag für mich aufbewahren, kann ich das? Ich bin dein Lieblingskunde, bist du das? Frank, hast du was? Du schuldest mir noch was, verhaust du mich dafür? Super, mach nur Witze per SMS darüber. Du vertickst mit dem Handy Drogen. Egal, komm schon, es ist 420. Ich treffe dich, wenn du mein Geld hast. Arg, muss absagen. Okay, Max. Wow, da haben die beiden ja noch geschrieben. Es tut mir so leid, ich vernachlässig mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hey, es ist Max. Wie geht's? Bist du da? Oh je, tut mir leid. Wieder, ich habe viel zu tun. Seattle würde dir gefallen. Mehr dazu später. Cool. Vielleicht fahre ich demnächst per Anhalter. Hey, Hippie. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine feste Zeit festlegen, um zu telefonieren. Kein Ding. Ich sehe in meinem Kalender nach. Es ist 19 Uhr in Arcadia Bay. Was ist in Seattle? 2019? Ich weiß, vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit. Sag Bescheid. Ey, Königin des Grillenzirpens. Was gibt's Neues? Max. Oh mein Gott. Oh Mann. Warum hat sie ihr nie geantwortet? Das ist jetzt alles noch viel, viel trauriger. This place has collected a lot of junk over the years. Okay. Ich weiß, Leute, wir haben jetzt wirklich viel Zeit mit Lesen verbracht, aber mir war das wirklich wichtig. I'd join a motorcycle gang.
if I had any friends. No, Chloe. So, hier ist, glaube ich, sonst nichts mehr. Moment. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Okay, kommen wir rein? Vermutlich nicht, ne? I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Na, super. Also entweder müssen wir... Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Ja, ich weiß nicht, ihm Paroli bieten nicht unbedingt. Also entweder müssen wir jetzt ein Fenster oder einen kleinen Schlupf oder so finden oder einfach diese Tür hier. A second door inside? So close and yet so far. This band shreds so hard. I gotta get in there. Okay, so, also entweder ablenken oder aber irgendwie hier reinkommen. Ich gehe aber eher davon aus, dass es irgendwas mit Ablenkung zu tun haben wird, ne? Da ist sonst auch nichts. Okay, da haben wir jetzt was hingemalt. Hier geht's nicht rum. Okay, okay. Dann versuche ich es nochmal da vorne oder aber. Moment, Lagerfeuer, nachdenken. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Ja, also vielleicht können die beiden da irgendwie weiterhelfen, keine Ahnung. Oder aber Zugwagen, damit kannst du auch nichts mehr machen, ne? Und hier zwischen den Autos komme ich nicht durch. Nee, da kann ich nicht rüber. Da kann ich auch nur so ein Stückchen durch. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Irgendwo von hier, ne? Kann ich da nochmal ein bisschen zurückgehen? Ich weiß ja nicht, auf dem Weg vielleicht noch was finden. Kommst du da? Nee, da kommst du nicht mehr zurück. Okay. Irgendetwas in der Nähe, was uns hilft. Ja, gut. Maschinen, was sagt sie? That saw looks sieht antik ancient. Aus. Ja, ja, okay. I wonder how long ago the mill actually closed. Und hier sind noch ein paar Baumstämme, da noch ein Auto. Und hier ist gar nichts. Okay. Moment, Papierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Was ist das? 3.5. Travis Goldie, 3-1. Einsatz 1000, Verlust minus 1000. Damon Merrick. Should probably avoid getting on that guy's shit list. Bringt uns auch nichts. Ja, was machen wir? Reden. Ja, nee, ich werde ihn nicht überzeugen können. Ja, ja, ist ja gut. Keep walking, kid. Ist ja gut. Das ist nur der alte Zugwagen. Old lumber car. Ja, ja, muss Jahre her sein. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Irgendwie reinkommen. Torräder. I joined the motorcycle gang. Ich habe mal die Hoffnung, dass sie da noch was anderes sagt, aber nein. Hundezwinger hatten wir auch schon. Kann sie da nicht irgendwie hochklettern oder so? Zuhören, ansehen. Ich glaube, ich quatsch den doch noch mal an. Oh. Oho. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Oho, wir können ihn aber nicht mitnehmen. Können wir hier kein schönes Feuerchen machen? Some say the world will end in fire. Ich würde es jetzt einfach mal da reinkippen. Dann, ja, weiß ich nicht. Dann irgendwie die Motorräder in die Luft jagen. Ich quatsch den jetzt noch mal eben an. God. Again? What do you want, kid? Lass mich rein und zwar sofort. Oh, die Mühle, dein Motorrad. Is that your bike over there? Yep.
It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Die Mühle? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Ich geh erstmal weg. Never mind. Also ich weiß ja jetzt schon mal, dass das sein Motorrad ist. Vielleicht kann ich da jetzt irgendetwas machen. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer, ah, das ist ja cool, neuer Dialog freigeschaltet. Das finde ich super, dass es angezeigt wird. God, again? What do you want, kid? Ach so. Was? Never mind. Neuer Dialog? Yeah, keep walking. Oder irgendwas im Tagebuch oder so? Oder aber neuer Dialog da mit den Typen oder so? Dass wir denen das sagen können? Streit. Ne, das ist immer noch das Gleiche, okay. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich bin kurz davor. Seriously, da voll den Aufstand zu machen. RV to a firewalk show. Also echt jetzt, da total den Aufstand zu machen. Nur damit ich da reinkomme. Benzinkanisters will sie alles nicht nehmen. Lagerfeuer, nee. Das sind die anderen und das hat ein Blumenmuster drauf. Das bedeutet, entweder ist es nicht seins oder er mag gerne Blumen. Ich weiß ja nicht, was für ein Dialog. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich laufe jetzt hier noch einmal rum. Maschinen, nee. Ich laufe jetzt noch einmal rum. Spartakus? Auch ein gutes Kennzeichen. Dass sie nicht einfach hier irgendwie so rüberklettert oder so und dann da hinten, weiß ich nicht, irgendwas anderes macht. Nee, da komme ich definitiv nicht durch, auch wenn da eine kleine Lücke ist. Ich komme nicht zurück, in den Autos ist nichts. Papierschnipsel habe ich jetzt gerade noch gefunden, aber der bringt mir ja auch anscheinend nichts. Nee, Leute, ich mach da jetzt einen Aufstand, weil hier nichts irgendwie funktioniert. Nein. Einmal gehe ich jetzt noch hier hinten hin. Guck nochmal nach oben, guck nochmal auf den Boden. Nicht, dass ich da was übersehe. Aber nein. Das ist die Platte. Soweit klar. Nee. Gut, dann mache ich da jetzt einen Aufstand. Ich hätte es lieber auf ruhigem Wege versucht. Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt so funktionieren wird. Aber dann brülle ich jetzt hier mal ein bisschen rum. God. Again? What do you want, kid? Oh, du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Ja, cool. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. So, wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Wow, interessant, okay. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Oh. Isn't it past your bedtime? Oh. Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Ich dachte, das hätten wir diskutiert. Deine Schlafenszeit steht doch schon an, oder? So, keine Schlafenszeit. Deine Schlafenszeit? Schlafenszeit. Was? Keine Schlafenszeit? Schlafenszeit. Tu mir den Gefallen. I don't sleep. It's for the week. Real cute. Oh. But I still don't know. Nice. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Echt niedlich. Ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Niedlich ist nicht. Wem tut's weh? Niedlich ist relativ. Wie sagt man das? Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Okay, kid. Sehr cool. I get it. You're tough. Okay. Manchmal sind die richtigen Argumente schwerer zu erkennen. Hier ist Spielplatz eine gute Reaktion auf kleine. Aha, also nehme ich Spielplatz. Ja, ist das richtig? Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Blumen auf deinem Motorrad. Ja, natürlich. Natürlich, das sagen wir ihm. A girl like you with pretty, pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Sieh einfach weg, wer ist dein Boss? Bosse sind scheiße.
bosses suck. Wir haben gewonnen. Screw the man and fuck the rules, dude. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on in. Wie cool war das denn jetzt? Das macht ja echt Bock. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Okay, ich wollte gerade sagen, das hier können doch nicht alle Leute gewesen sein. That dog's fierce. Soll ich ihn streicheln? Ich probier's. What's her name? Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Betrunkenes Mädchen, eieiei. Sober up, girl. You're missing the show. Ich glaube, das interessiert sie nicht mehr. Damon Merrick again? Who is this guy? Das frage ich mich auch. Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Okay, Moment, da ist noch was drin. Was ist das? Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. Ah, und da draußen steht jemand. Okay. T-Shirt-Verkäufer? Nee, möchte ich das nicht. That shirt is rad. No. Hey, are you selling any... 20 bucks. What? 20 bucks for a T-Shirt. That's really expensive. Ja, wir könnten eins klauen, aber... Nee, ganz ehrlich, das muss gerade nicht sein. Was ist mit euch beiden hier? Sketch Central. Die Zentrale der Zwielichtigen. Sägeblattmenge. Oh, da geht's dann ab, ne? Da geht's dann richtig ab. Kündigung. Oh. Graffiti everywhere. I think. Das böse Auge drehen. Nee, komm, mach mal das böse Auge. What are you looking at? Okay. So, das wurde ins Tagebuch gesteckt. Moment mal. Hier ist jetzt... Moment, das ist das Tagebuch. Was wurde da jetzt reingepackt? Ich habe keine Ahnung, das kennen wir doch schon. Ich weiß es nicht, wo ist es denn? Oder generell hier bei den... Nee, Moment, da ganz am Anfang, was ich vorhin hatte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, betrunkener Typ Kündigung. 300 dock workers laid off, their pensions canceled. God, Prescott's a real tool. Oh, die Prescott's mal wieder. Geehrte Mitglieder des Hafenarbeiterverbandes von Acadia Bay. Die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Acadia Bay Marine Corporation als Teil eines Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitarbeiter ihrer Union zu eliminieren. Außerdem liquidiert die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossen der Rentenkassen der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeiten bewilligt wurden. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen eingeschlossen, der Details dieses Personalabbaus offenzulegen. Viel Glück mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Was? Sweet dreams, hombre. Ja, der ist auch total fertig, ne? Aber gut, ich möchte jetzt eben noch hier vorne schauen, was ist das Bier? Cold beer, free for the taking? Ja, nee, lass mal lieber. Lass mal lieber. Relax das Mädchen. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Vor allem steht doch noch im Tagebuch, dass sie das hasst, ne? Wenn einer sagt, relaxen.
No, thanks. Uh-oh. I try to avoid hepatitis when I can. Ja, wahrscheinlich nicht nur Hepatitis. Frank Bowers? What is he doing? Yo, Frank! Hey! Der ist total fertig. I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Wie wäre es mit etwas Gras? Kommst du oft her? So, you come here a lot, or? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. So, hast du ein bisschen Gras? Der gibt mir eh nix, den ich immer noch nicht bezahlt hab. I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. Vergiss es. Streckst du mir was vor? Macht er eh nicht. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind, then. Suit yourself. Okay. So, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Ach, geht gar nicht? Half those Achso, stairs ja, are doch, sieht man. Through. Ja, ja, okay. Looks dicey. Gut. Moment, da hat Scheibe. Reminds me of the way I make important life choices. Einfach mal drauf zielen und das Beste Don't hoffen. Don't judge me, spooky deerhead. I'm here for the band. Was für ein Zufall, dass das ein Reh ist, ne? Gut, Leute, ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt gleich ins Getümmel. Ja, sehr stilvoll. Ach, hier geht's gar nicht. Ach so, ich dachte, es würde hier auch noch rumgehen. Habe ich die ganze Zeit irgendwie so gedacht, dass man von beiden Seiten so lang kann. Aber nein, ein Bier möchte ich mir auch nicht klauen. Ich möchte mich in die Menge stürzen. Damn, there are a lot of people here. Here we go. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Und ich entschuldigen, ihm die Meinung sagen. Ich entschuldige mich mal. Yep, my bad, dude. You don't know who I am. Ah, das ist der. Nope. Don't care either. Das ist der Typ. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Neuer Dialog. Maybe I can get a better view of the action from up above. Ja, kannst du da jetzt hoch jumpen oder wie ansehen, nach oben gehen? Ja, mach mal. We're not done.
Hey, I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Okay. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Oh, angreifen, wegrennen. Wir rennen weg. Rachel? Ach, die kennen sich dann doch schon. Come on! Hurry up! Damn, I'm caught up in a trance of useless arrogance, a voice of silver pain. No, Frank! Not gonna happen. Calm down.